Erstmal wieder auf die Karte gucken. Ich weiß, den einen oder anderen von euch nervt das vielleicht, dass ich ständig auf die Karte gucke, aber ich fühle mich da einfach sicherer. Ich bin so ein Kartenguckmensch. Sind die zum Mitnehmen oder sind die hier fest verankert? Ne, die sind zum Mitnehmen. Blaue Kräuter. Die ich auch tatsächlich als blaue Kräuter erkennen kann. Ach, ist das schön, einen neuen Fernseher zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe einen neuen Fernseher. Viel größer und viel besser als der alte. Das macht richtig Spaß wieder jetzt alles. Gut, es hat vorher auch Spaß gemacht, aber alles erkennt. Wie viele von euch Viechern gibt es eigentlich? Es hat vorher auch Spaß gemacht, aber wirklich alles erkennen zu können, ist schon cool. Volles Met in die Eier! Nein, 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 gehst du weg! Also das war mal ein Shotgun-Schuss. Und da hat uns einmal getroffen und wir sind schon wieder grün. Ich höre dich doch. Zeig dich. Wo bist du? Irgendwo ganz anders. Okay. Mal so ein bisschen auf der Hut. Hier ist irgendwo eine, da hinter der Ecke ist er. Ich sehe doch seinen vergammelten Fuß schon dahinter hervorschielen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Komm heraus. Zeig dich, du Mistvieh. Ja, oder kletter wenigstens die Wand hoch. Du Mistmade. Hier bin ich. Komm und hol mich. Beachte mich. Ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht richtig beachtest. Ich denke, wir brauchen eine Auszeit. Hallo? Hallo. Hallo, ich winke mal mit meiner Waffe. Komm her, du Sau. Oh, so kann man sich auch fortbewegen? Das ist lustig. Ja, ist ja schon gut. So, komm her, du. Ist er jetzt tot? Oh, okay, 17 Schuss, das ist... kostet mich alles so ein bisschen mehr Ressourcen, als ich wirklich wollte. Aber wir haben ja auch noch den Granatwerfer. Wait. Was? Nikolai. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Der Nikolai. Not now, I'm busy. Ist ja schon gut, Junge. Irgendwo hat er ja recht, wenn das denn die Wahrheit war. Nichts, was besondere Aufmerksamkeit erfordert. So, wir sehen uns jetzt hier ein bisschen um. Denn wir sind ja aus einem bestimmten Grund hier, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Jill den Grund kennt. Da leuchtet was. Hier ist eine Tür. Das Chemikalienlager. Zugang zum Lager wird vom Computer überwacht. Und dann ist es ja gut, dass wir hier einen Computer haben. Aber vorher ist das hier bestimmt sehr interessant. Die Mitteilung des Abteilungsleiters. Die Musik finde ich auch gerade sehr cool, muss ich sagen. Ehe Sie Ihre neue Stelle antreten, erlauben Sie mir bitte, Ihnen ein paar Ratschläge zu geben. Ein Teil der Medikamente im Lager sind instabil und ihre Qualität sinkt rapide bei wechselnden Temperaturen oder bei Feuchtigkeit. Sie müssen also immer für eine gleichbleibende Temperatur im Lager sorgen. Sie sollten sie täglich persönlich überprüfen. Auch wenn der Computer sie rund um die Uhr kontrolliert, eine Maschine ist nicht perfekt. Vergessen Sie nicht, dass eine Maschine nichts weiter als ein Werkzeug ist, das den Menschen hilfreich ist. Sie müssen sämtliche Mitarbeiter überprüfen, die das Lager betreten und es verlassen. Viele gefährliche Arzneimittel werden dort aufbewahrt und wenn eins davon fehlt, haben Sie ein ernstes Problem.
Die Tür zum Lager ist immer verschlossen. Doch wenn Sie Personen einlassen, müssen Sie sich ihnen die Dokumente geben lassen und danken. Denken Sie vor allem daran, Ihren Vorgesetzten über alles Verdächtige sofort zu informieren. Wenn Sie das Passwort vergessen, mit dem die Tür verschlossen wird, versuchen Sie sich zu erinnern, dass es ein Wort ist, das jedem vertraut ist. Denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn ein neues Produkt geliefert wird, sich das Passwort ändert. Sie können das Passwort am PC-Terminal der Verwaltung eingeben. Und dieses Passwort ist so unglaublich sicher, da kommt nie jemand drauf. Möchten Sie die Fernbedienung benutzen? Aber natürlich möchte ich das. Jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Fernsehen. Vielleicht Walking Dead oder sowas. Oder Breaking Bad, also kann ich beides sehr empfehlen. Adravil hieß das Ding, ne? Ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. Och, die Musik ist aus. Warum ist die Musik aus? Halt, hier ist ein Dings offen. Ist das ein Hinweis, dass es hier ein Item gibt? Na? Nein, schade. Gut, also, das Passwort für den Computer. Ein Umbrella-Sicherheitssystem, natürlich. Ich meine, kein anderes System ist so sicher wie das von Umbrella. Bitte Passwort eingeben. Andra... Was will? Andravil? Ich gebe jetzt hier wahrscheinlich genau das Falsche ein. Ich meine, zur Not gucke ich das Video nochmal. Error, ja. Ich meine, ihr seht schon, was für ein unglaublich sicheres Passwort das ist hier. Nein! Oh, sorry. Einmal zu viel gedrückt. So. Also, ich meine, den Produktnamen des eigenen neuesten Produktes, das weltweit beworben wird, als Passwort zu nehmen, das ist pures Genie. Adravil, ich habe ein N zu viel drin gehabt. Adravil. Ich meine, da würde nie jemand drauf kommen. Ja, wahrscheinlich würde so wirklich niemand drauf kommen, weil niemand denkt, dass Umbrella so absolut dämlich sein könnte, das hier als Passwort zu benutzen. So. Adravil. Enter. Zack, und schon können wir die instabilen und gefährlichen Chemikalien und Medikamente stehlen. Schön. Nikolai, du passt ein bisschen auf, ja? Ich muss ein bisschen plündern. Guten Tag. Ja, das Ding hier kann man zerschießen. Aber was sollte uns hier schon angreifen? Ich meine, Nikolai passt doch draußen auf, richtig? Leute, seht ihr das? Das ist... Ach du Scheiße. Zu viel Pulver. Viel zu viel Pulver. Nein! Oh, ist das bitter. Das ist bitter. Na gut, wir können hier können wir noch mal ein bisschen Platz machen. Denn hier hinten haben wir auch noch was zum Mitnehmen. Das, wegen dem wir eigentlich hergekommen sind. Der Ölzusatz. Jetzt haben wir jede Menge Pulver A. Na, Pulver A ist leider nur für Pistolenmunition. Das heißt, wir werden uns das wieder aufsparen, um das dann zu kombinieren. Und ich bin sicher, hier passiert jetzt überhaupt nichts, was den Einsatz dieser Ventile nötig machen könnte. Die Sequenz hat nichts zu bedeuten. Einfach nicht weiter beachten. Alles in Ordnung. Alles gut? Ja. Das war vermutlich Nikolai. Hallo Freunde, das Problem ist... Die Kameraperspektive ist ein bisschen... Nein, den da! Nein! Och, ihr seid zu doof, um zu sterben. Scheiße. Der ist schnell. Das ist ein ganz schneller.
Gott. Jetzt muss ich hier wieder Munition verbrauchen. Weil ein Zombie schneller ist als der Rest. Obwohl, ja, renn mal weiter da in die Wand. Das gefällt mir ganz gut. Nein. Ja, 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 komm, komm. Schnell, renn noch rein. Ja, danke. Nein. Sackgesicht. Uns geht die Munition zur Neige. Das gefällt mir nicht. Vielleicht mache ich jetzt doch gleich noch mal ein bisschen Schrotflinten-Munition. Andererseits, ich muss erstmal gucken, was sich hinter dem Gatter dann befindet. Da müssten eigentlich Granaten sein. Andererseits, unser Inventar ist voll. Ich habe mich in die Falle manövriert. Na, scheiße, ich dachte, ich komme vorbei, bevor die sich erholt. Na, nix ist. Munition. Ich brauche Munition. Wir haben jetzt noch 11 Schuss, oh Gott. Man kann das Ganze, glaube ich, auch strecken, wenn wir... Ich glaube, zwei von dem einen Pulver mit einem von dem anderen kombinieren, können wir mehr Munition erschaffen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war. Ob wir... Das ist komplett gemischte Kräuter. Irgendwo ist doch hier ein Speicherraum, ne? Gut, kommen wir hier direkt vorbei. Das ist schön. Da machen wir jetzt nochmal einen Zwischenstopp. Und dann werde ich einen ganz kurzen Schnitt machen an der Stelle. Denn es gibt da wirklich eine Sache. Ich bin ein bisschen nervös, was Nemesis angeht gerade. Und das zu Recht. Ja, lass mich in Ruhe. Wenn er Stars sagt, dann bereitet er, glaube ich, seinen Raketenwerfer vor. Ja, hier wieder die sehr ominöse Speicherraummusik, weil Nemesis halt draußen wartet. Bin ich mir relativ sicher, dass das irgendwie zusammenhängt. So, ich packe den Ölzusatz erstmal weg. Die Kurbel behalten wir. Das blaue Kraut kann weg. Und ich mache an dieser Stelle jetzt einen kurzen Schnitt. Ich möchte nämlich kurz nachgucken, wie das mit dem Munitionsmixen ist. Ob die Chance besteht, dass wir uns hier so ein bisschen zusätzliche Schrotgewehrmunition nochmal kurz herstellen können. Mit Hilfe dieser A-Pulverchen, die wir hier haben. Und wenn ich auf die Uhr gucke, kann ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.